Sie gehen auf Sendung. In Hamburg hat Larry Macaulay zusammen mit anderen Flüchtlingen einen Radiosender gegründet. Das Refugee Radio Network sendet 24 Stunden online. Guten Tag, Deutschland, und willkommen zu Refugee Voices Show, das Freitagsboot. Ich bin Herr Kapitän. Vor der islamistischen Boko Haram sind sie aus Nigeria geflohen. In Libyen fanden sie Zuflucht. Dann die Bomben der Alliierten und sie flohen erneut. Für uns ist Hamburg das Powerhouse der Freiheit. Und das sage ich nicht, weil ich hier gerade lebe. Ich war davor in vielen europäischen Ländern und hier sah ich das erste Mal eine kleine Tür, eine offene Tür. Und ich dachte, lass uns loslegen. Okay, let's do something here. Love freedom, love life. Sie haben ihr Leben riskiert, um herzukommen. Denn hier gelten die Grundwerte Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit und das Recht auf freie Meinungsäußerung. Deshalb wollen sie, dass man statt über sie mit ihnen spricht, im Radio, im Internet. Das Einfachste war erst einmal ein Internetradio, denn die meisten Flüchtlinge haben inzwischen Smartphones, viele sind auf Facebook. Wir sind eine Gemeinschaft. Also, lasst es uns einfach anpacken und die Europäer erziehen. Larry Macaulay ist in seiner Heimat mit BBC und Deutsche Welle Radio aufgewachsen, hat später selbst moderiert. In Deutschland bildet er seine Freunde aus. Vor 11 Monaten startete ihre erste Sendung. Wir bekamen viele Telefonanrufe in die Sendung. Aus der Schweiz, Italien, von Nigeria. Wir merkten, es läuft. Wow. Wir sagten, wir haben das gemacht. Lasst uns das weiterführen. Das Flüchtlingsradio ist mittlerweile in Hamburg angekommen, hat feste Sendeplätze bei TIDE und FSK. Ich liebe Hamburg, liebe die Freiheit, liebe das Leben. Ihre Mischung kommt an. Gute Musik, offene Worte und Tiefgang. Schließlich haben sie was zu sagen. Wir kamen her und wir merkten, Entschuldigung, dass ich das so sage, dass die Europäer ganz schön naiv sind. Sie interessierten sich nicht, was nebenan passiert. Eine Schande im 21. Jahrhundert, all dieser Rassismus. Ich konnte nicht glauben, dass es das noch so gibt. Interviews im Flüchtlingsradio dauern 20 Minuten. Gespräche statt Statements. Davon können auch deutsche Medien noch etwas lernen. Ich bin in die Schule gegangen, ich habe ein bisschen Deutsch gelernt und das ist gut für mich und das ist gut für alles auch. Wir sind die Stimme Afrikas in Europa. Wir glauben, dass Flüchtlingsein ein Stigma ist, mit dem wir nicht geboren wurden. Aber jetzt, da ich einer von ihnen bin, wollen wir uns selbst gut fühlen. Wir wollen uns zugehörig fühlen, gewollt fühlen. Wir wollen der Welt selber erzählen, was uns berührt. And talk about them. See you next time on the Refugee Voices Show, Das Freitagsboot. Selbstbewusste Flüchtlinge, die sich und anderen helfen wollen, hier ein neues Leben aufzubauen. We're expecting you.